Mit einem neuen Besucherrekord von rund 450 Teilnehmern ist der Bezirk Freistadt mit dem diesjährigen Bezirksjägertag ins neue Jahr gestartet. Die Freistädter Messehalle war bis an den letzten Platz gefüllt. Wir haben heuer das zweite Mal da in der Messehalle 2 gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin selber sehr erfreut darüber, wie viel Teilnahme die Jägerschaft von Bezirk Freistadt an diesem Bezirksjägertag genommen hat. Der Bezirksjägertag hat ein großes Spektrum an Themen behandelt, vom Recht über das Wildbret bis in den Wald. Stets unter dem Motto, wir Jägerinnen und Jäger gestalten für morgen. Das Jagdrecht, das wir als Behörde im Rahmen des gesetzlichen Auftrages vollziehen, ist eine Rechtsmaterie von ganz grundlegender Bedeutung. Verständnis aufbringen für die Jägerinnen und Jäger und umgekehrt genauso. Also jene Herrschaften, die es eigentlich wissen müssten, wie schaut der klimafitte Wald aus? Wir haben die notwendige Aufgabe erkannt, dass der Wert der Lebensmittel und das Wissen darüber wieder unbedingt vermittelt werden muss. Die Jägerschaft ist hochinteressiert und motiviert, war voll. Die Themen sind mir nicht fremd, sondern decken sich auch. Das heißt, die Landwirtschaftskammervertreter und auch die Behördenvertreter haben dieselben Themen. Und das ist immer gut, wenn man gemeinsam die Themen bearbeitet. Und da haben wir uns heute gut gefunden. Viele gute Gespräche. Ich nehme nur gute Eindrücke mit. Im Bezirk Freistadt gibt es ein gutes Miteinander zwischen Jagd und Grundbesitzer. Ich bin ja selber Grundbesitzerin. Und ja, zu Hause ist einfach auch so, es werden Themen und Herausforderungen angesprochen, gemeinsam gelöst und das immer auf Augenhöhe. Und das passiert im Bezirk Freistadt wirklich auch gut und das soll auch so bleiben. Die Jägerinnen und Jäger übernehmen das sehr gut. Sie sind zum einen die Nutzer der Wildtiere und auch Jäger und Pfleger. Und ich glaube, die gestalten damit die Region sehr, sehr gut und machen das hervorragend. Der Bezirksjägertag in Freistadt, ein voller Erfolg. In diesem Sinne freuen sich die Jägerinnen und Jäger schon jetzt auf einen guten Start ins neue Jagdjahr.